OP mit Kev. OP mit Kev. Project Zomboy zusammen. Ich werde hier gleich attackiert, weil ich gestorben bin. Ja. Ich bin jetzt bei der Polizei oder so. Und muss hier einen Weg rausfinden. Die Polizei hat Waffen manchmal. Das glaube ich dir. Könntest mich ja abholen. Theoretisch gleich, wenn ich endlich mal spawn. Danke. Ich komme dir mal entgegen. Ich glaube, ich habe das Klo gefunden. Polizeitrooper-Hose. Gut. Weiß nicht, ob das besser ist. Tower of Babel? Bible Readings? Ja. Was? Was war hier drin? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Action Code. Wäre nett, wenn du mich hier rausholen könntest. Ja, ich bin schon am Weg. Ich habe ein Handfunkgerät gefunden. Auf dem Weg. Ein Halfter. Halfter. Ah, das gibt mir einen weiteren Slot unten. Ja, aber ich glaube nur für Pistolen. Keine Ahnung, ob für Messer oder so auch. Gehörschutz. Warum? Weil das Schießen einen Gehörschutz anhaben soll. Lunchbox, die nehme ich. Bin schon halb da. Da sind sehr viele Zombies halt vor und ich würde gerne überleben. Hier war ich schon drin. Da ist gerade einer durchgekommen. Komm schon. Ich kämpf, glaube ich, mal mit der Hand gegen den. Mir sind auch gerade welche. Einer fertig. Da kommt der nächste. Ich kann mich erwischen. Okay, habe ich gerade auch zwei Zombies umgebracht, weil ich nicht 1000 Zombies zu dir lenken will. Bin raus. Ja, folge einfach der Straße Richtung rechts unten. Also geh unten von der Polizeistation aus und dann Straße nach rechts unten.
genau. Ja. Ich schleich mich mal dahin. Ja. Fuck, wurde ich, hatte mich gerade geschafft, mich zu beißen? Habe ich gerade auch gedacht, aber hat der bei mir nicht. Ich muss jetzt erstmal in dieses Haus zurück, wo ich letztens war. Da kommt ein Zombie. Ich bin jetzt bei der Feuerstation direkt. Rechts unter dem Polizeistation. Da kommen sehr viele Zombies zu mir. Okay, ich bin gebissen. Schön. Ich kann dich trotzdem abholen. Von wo denn? Bin auf dem Weg zurück. Muss ich diesmal auch mit dem Fitnesszeug da anfangen? Ja. Ist übrigens sehr wichtig, immer auf den Kopf zu zielen, das weißt du, oder? Das mache ich sowieso. Okay. Ach, hallo, fucking 6 verschiedene Zombies, die du wahrscheinlich da stehen gelassen hast. Bin da durchgelaufen. Ja. Ich habe einen von denen gekillt. Dürftest du ja sehen, wenn da eine Leiche auf dem Boden liegt. Wie die Leiche, die ich hier jetzt gerade gefunden habe. Kann sein. Ich habe gerade sowieso nichts zu verlieren, also bringe ich die gerade alle nacheinander um. Kannst mir helfen, in dem einen Haus da die zu besiegen. Ich laufe jetzt erstmal die Straße entlang und werde dann gleich da wieder sein. Ja. Eventuell können wir das hier sichern und möglichst viele wegmachen. Ich finde gut, wenn du mit der Maus hier deinen Blick noch bewegen könntest. Weil dein Kopf ist nicht daran gebunden, wohin du gerade läufst. Ja. Und wenn du was könntest? Den Kopf bewegen mit der Maus. Rechtsklick gedrückt halten, während du gehst. Nee, das ist ja kämpfen. Ja, und dann drehst du auch den Kopf in die Richtung. Nee. Auch was zu trinken, etwas durstig. Okay, ich bin sogar sowieso komplett am Krippchen. Ich lenke mal alle, so gut es geht, hier auf dieses leere Feld, die mich gerade sowieso verfolgen. Bin jetzt gleich. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Nö. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hat sich ja gelohnt, deine Rettungsaktion. Ich habe dich nicht mal gesehen. Ja, weil du einfach losgelaufen bist. Ja, meinst du, ich bleib da drin, wenn da ganz viele Zombies in mein Haus reinrennen? Ja. Das kommt mir dämlich vor. Rosewood, ja, neuer Charakter. Ich muss jetzt gleich wieder da oben hinrennen.
Erstmal Haus looten. Looten und löffeln. So, war dieses Haus hier, wo ich gestorben bin? Nee, das ist nicht das Kirchenhaus. Kann ich die Lunchbox bitte? Stale Käse-Sandwich. Stale Burrito. Tortilla! Da liegen noch die ganzen Leichen vor dem Haus. Und die Tür ist offen. Theoretisch müsste ich da noch drin sein, deswegen gucke ich jetzt mal am Fenster hier. Okay, ich bin wieder bei der Schule. Kannst du mir dann bei dem Haus helfen? Ja, da bin ich. Wo? Im rechten. Also wenn du an der rechten unteren Kante von dem Schulhaus nach rechts gehst, dann kommst du zu so einem Haus, das aussieht wie eine Kirche. Okay. Da bin ich drin. Rechte untere Kante vom nach rechts. Das mit den Flamingos davor? Nee. Weiter oben, weiter unten, weiter. Rechte untere Kante davon. Ja, und dann nach rechts. Möchtest du? Ja, rechts oben. Ach so. Von der Straße halt das zweite Haus da. Buttermesser. Da dürften drei Zombies drin sein. Also nicht reingehen, wenn du die offene Tür siehst. Versuch den gerade okay, erstmal. Okay, ich sehe schon. Guten Tag. Da steht meiner halt jetzt gerade drin. Ich meine, ich habe eine Waffe. Ich glaube, der versucht gerade die Tür aufzuschlagen. Ja, ich schleiche gerade hinten an den an. Mein Zeug wieder haben. Das Anglermagazin. Zigaretten. Eiscreme. Wird mal alles nehmen. Ich habe jetzt einen cooleren Hut. Krass. Haarspray. Wo sind die anderen zwei Zombies hin, die hier drin waren? Die können. Sind wahrscheinlich rausgerannt. Ich meine, die wandern da rum. Die können doch nicht ewig da rumstehen. Jeans brauche ich nicht. Jacke Bloody anziehen. Schuhe brauche ich nicht. Ich habe mir gerade Knochen gebrochen. Fett. Socken brauche ich nicht mehr, weil ich mein ganzes Zeug hier habe. So viel tragen kann man sich, glaube ich, keine Knochen brechen.
Geringfügig verletzt, erste Hilfe benötigt. Ja, das heißt nicht, dass ein Knochen gebrochen ist. Das würde sagen, wenn ein Knochen gebrochen ist. Das Knochen-gebrochen-Symbol ist nicht für Knochen gebrochen. Aber ich habe gerade gemerkt, wir haben eine andere Definition von was ist rechts und unten. So auf der rechten Seite von dem Haus. Ja, aber nicht unten. Doch, das ist der an der unteren Kante rechts. Ich glaube, du verstehst einfach nicht, was rechts unten heißt. Kante. Also ich stehe hier jetzt bei mir in der rechten unteren Kante. Hier kamen übrigens die Zombies raus. Nett. Direkt als die rauskamen, haben die mich erwischt und dann bin ich direkt gestorben. Nett. Netto. Erstmal was trinken. Erstmal was waschen. Würde ich auch gern gerade tun. Ja, dann mach. Warum ist mein Papierhut weg? Der liegt hier vorn. Warum liegt der da? Weil die Zombies, die den abreißen können, auf Versehen, wenn die dich attackieren. Arschlöcher. Und die das manchmal das Leben retten kann, weil die stattdessen halt den Hut attackieren und nicht dich. Gummiband. Elektronikschrott. Buch. Zigaretten. Stress minus 5. Keine anderen negativen Effekte scheinbar. Müsste ich nicht eben noch was trinken? Warum muss ich das plötzlich nicht mehr? Ja. Habe ich wahrscheinlich automatisch gemacht, als ich hier das aufgehoben habe. Es ist hell. Hell, Potter. Wo ist meine Waffe hin? Hä? Ich hatte doch ein... Habe ich den da liegen Was? Lassen? Was? So ein Schraubenschlüssel oder was das war. So ein Hebel. Meinst du die... Also die Crowbar, die ich da gefunden habe, die ja, hier liegt. Das ist meine. Das ist eine sehr gute Waffe. Ja, ich habe einen Hackbeil. Übrigens, wenn du einen Zombie siehst mit einem Rucksack oder was weiß ich, was den du haben willst, am besten nicht mit irgendeiner Klingenwaffe angreifen. Ich kann nur 6 Grad tragen. Ja, ich auch. Oder mehr mit einem Rucksack oder so. Schokolade! Ich muss die Bücher wegpacken. Ja. Reicht ihm halt immer noch nicht.
Ich lese jetzt erstmal wieder alles, dass ich das alles wieder weiß. Obwohl ich sollte wahrscheinlich Fitness machen, ne? Ja. Was davon gibt mir nochmal, dass ich mehr tragen kann? Stärke oder Fitness? Stärke. Glaube, dann ziehe ich mich erstmal eben aus. Wir bräuchten hier mal ein Bett drin. Kannst du ein Bett hier reinbringen? Theoretisch gleich. Sekunde, ich habe vorhin ein Geschenk für dich. Hier, hier ein Rucksack. Ich habe einen Rucksack auf dem Rücken. Noch einer. Obwohl wir haben hier doch zwar keine guten, aber gut genug Betten. Und wo? Die Lehrersessel, die aus Leder und das Bett von der School Nurse. Aber ich hole mal ein normales Bett, wenn das geht. Sehe mich einfach komplett jetzt aus. Verrottetes Schweinefleisch. Verrottetes Ei, Schweinefleisch. Gut, ich glaube, das lasse ich so. Ist. Du siehst mich im Frauenbadezimmer dann, ne? Okay. Hallo, hat hier jemand ein Bett? Du. Pick up. Dafür brauche ich mehr Carpentry Skill. Für dich? Brauche ich auch mehr Carpentry Skill. Muss ich Liegestützsprünge machen oder Liegestütze und Sit-Ups? Was ist besser? Liegestützsprünge trainiert beides, aber nicht so gut wie das individuell. Aber je länger du etwas trainierst, umso länger kannst du es später trainieren, ohne dass du direkt schlechte Muskeln von bekommst. Also soll ich mal 30 Minuten Liegestütze machen? Also ich mache immer direkt die Liegestützsprünge, Dingsbums. Will ich halt beides trainieren, bisschen langsamer, aber hey. Gleich mal auf dem Klo gucken. Falls ich da gleich noch bin. Gemäßigte Anstrengung. Gönn dir eine Pause. Soll ich mir eine Pause gönnen? Ich war kurz unterbrochen und was? Gemäßigte Anstrengung. Gönn dir eine Pause. Soll ich mir eine Pause gönnen? Ja. Hat er schon Setz so. dich einfach auf einen Stuhl oder so. Okay. Setz mich aufs Klo. Ich meine, das ist ein Stuhl. Nett. Mein ganzes Zeug ist gerade in dem einen Schrank. In dem, ja.
Ich borg mir mal da den Schraubendreher aus. Obwohl, die Schraubendreher brauche ich gar nicht, glaube ich. Ich brauche einen Hammer. Forgotten Element, PG-13, out now, viertes. Sie sehen Woodcraft. Hast du das gerade gemacht, die Geräusche? Was zu essen. Der Schlagerei. Sekunde. Hier, was zu essen. Hast du dir gerade die Hände gewaschen? Dose nee, Suppe, ich hab Dose hier mit was. Filet, Dose mit gepökeltem. Dosen mit Suppen am besten kochen, weil die bringen dir dann einen besseren Buff. Ich brauche das eh nicht alles, ich brauche nur eins. Ja, aber dann kannst du vielleicht gleich. Okay, die Sendung hat aufgehört. Ich hole ein Bett. Das Zeug in die Küche bringen. Als wenn ich jetzt schon wieder oben encumbered bin, weil ich das Essen genommen habe von dir. So fühlt es sich umso besser an, wenn man dann später was tragen kann. Yo. Jetzt haben wir wieder zwei Dosenöffner. Weil ich gerade einen gefunden habe in deinem Haus und dich den Tag gedroppt habe. Ich habe jetzt haben wir wieder zwei Dosen. Also ich hab verstanden, wieso haben wir wieder zwei. Ich suche einen Hammer. Den richtigen. Patrick, hol den Spaten. Ich gehe in den Garten. Garage, du hast doch bestimmt irgendeinen Hammer. Eine Säge, eine Segel. Segel. Ein Hammer. Und ein leerer Benzinkanister, aber den lasse ich mal da, weil wir haben sowieso noch kein Auto. Mach diesmal 30 Minuten, auch wenn ich eben schon vorher aufgegeben habe. Er wird übrigens mir, also nichts, ich würde nie zu viel trainieren, wenn man kein Schmerzmittel bereit hat. Wir haben eins doch in dem Dingens drin, oder nicht? Gute Frage. Was ist, wenn Regelmäßigkeit voll ist? Wie gesagt, dann kannst du länger trainieren, ohne dass dir die Muskeln wehtun. Nach einer Zeit. Hast du nicht gesagt. Doch. Ah!
ich bekomme Schaden. Wovon? Ich trage zu viel. Ich frage mich gerade, kann ich einfach bei einem random Haus eine Treppe rausreißen und die dann bei uns platzieren? Für. Dann können wir aufs Dach. Wo soll ich das Bett hinstellen? Irgendwo, wo wir schnell darauf Zugriff haben. Aber wo kein Am Fenster Herrenklo. Unbedingt ist. Am Herrenklo. Vielleicht in diesem Pausenraum, wo ich jetzt gerade bin. Warum nicht im Herrenklo? Wenn du meinst. Ich werde. Muss mir gerade eh eine Pause gönnen. Ja. Hallo. Guten Tag. Ich drück gerade gar nicht, ne? Gut. Okay, das will das gerade da nicht irgendwie nicht platzieren. Weil da ist eine Tür im Weg und. Und sonst so alles. In dem Fall. Hier vorne im Pausenraum, würde ich doch sagen, oder? Nehme ich mir einen Schraubendreher und mach die Türen da weg. Du kannst auch hier einfach. Was für ein Pausenraum? Hier oben in der Nähe vom Dingens ist ein Pausenraum. Der hier? Ah. Mhm. Wenn wir hier die Tische wegmachen, dann geht's. Die Stühle wegpacken. Kann die nicht abbauen. Brauch einen Lötkolben und eine Schweißermaske. Du kannst die hochheben und wegtragen. Brett und Nägel. Ja. Ich trag das mal alles hier jetzt. Ich bin overencumbered. Das ist ein Stahlstuhl. Das ist Holz. Der Stuhl, der ist Stahl. Brett anbohren. Ach ja, erstmal 46 Kilo mit mir rumtragen, während ich 6 tragen kann. Ich meine, du hättest das Bett halt schon da rein platzieren können. Das Bett liegt gerade in einem Dings da. Das nicht, man kann den Müll irgendwie ausleeren. Mhm. Irgendwie kann man das. Gut. Das musst du in den großen Mülltonnen machen. Ah. Ich habe gerade einen Stuhl und eine Tafel in eine kleine Mülltonne gepackt.
Ja, ich habe den Raum jetzt ausgeräumt. Ja, Sekunde. Ich glaube, ich bin dreckig. Wasch dich. Waschen du selber. Blutig 2 von 100, verschmutzt 2 von 100. Blutig solltest du auf jeden Fall immer wegwaschen. Lese ich immerhin richtig schnell. Wieso kann ich das Bettchen irgendwo hinbauen? Nirgendwo. Soll das? Project Zomboid. Wie schadet dir das jetzt nicht die ganze Zeit? Es gibt ein Maximum an Schaden, dass man von zu viel Belastung nehmen kann. Ach so. Okay, ich muss mir Bett holen. Das ist nicht, ich habe 4 von 4 Teilen, sondern ich habe Teil 4 von 4 und Teil 1 von 4 hier. Also ich brauche noch 2 und 3. Dann pack die dir lieber in irgendein Dingensgrad rein. Hey, ich hatte gerade schon weggepackt, die liegen da oben im Regal. Regal, Schrank. Jetzt kommen Dinosaurierleugner. Was? Ja, irgendwelche Dinosaurierleugner sind da gerade. Gut. Ich habe hier gerade das Sofa mal zum Ausruhen benutzt. Ja. Okay, schon wieder falsche Bordteil. Und jetzt will eine Cola lernen. Dose mit Hundefutter. Sehr nutritious. Es ist 17.20 Uhr. 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. 17 Uhr. 4. Sich. Training. Training. Oh, da habe ich wohl einen Zombie gestört. In irgendeinem Haus? Ne, in einem Schuppen. Das ist ein Haus. Ne, ich war gerade daneben in dem Schuppen oder an dem Schuppen. Kann ich ein Stärkebuch lesen? Nee. Was sollte das bringen? Schneller Stärke-Level. Wie? Genauso wie du es mit allem anderen auch kannst. Es ist Stärke. Hey, I'm back with nature and I'm Dean.
Hallo, back with nature. Falco soll wegen dem Buch fucking schnelle Stärke lernen können. Bessere Techniken. Dafür bräuchtest du das Equipment dazu. Ich lerne gerade Nahrungssuche. Can the clubs out the trunk and your friend does the same? And you compare, right? Ivanov clubs. Middle health battle. To get the best, you gotta look for the best. So it's a lucky day. Today I'm here to show you the best. Around! Warum geben die mir nicht den letzten Nahrungssuchepunkt? Was ist das für eine scheiß Sendung? Erzähl mir ein bisschen was über Nahrungssuche und hören dann einfach auf. Reden dann über fucking Golf. The best! Schon wieder Tag? Okay. Nö. Warum sieht's so hell aus? Weil es 18 Uhr ist. 18.40 Uhr im Sommer. Warum ist es heller jetzt als eben? Es ist Sommer. Nein, ich meine, es ist heller als eben, als gestern. Es ist Sommer. Beziehungsweise heller als eben, als es mittags war. Ein Spiegel. Ich finde schön, wie man sich auf dem Dingens ausruht, indem man einfach nur daneben steht und drauf guckt. Ja, ja. Im Bett schläfst du wenigstens. Ich finde es da echt nur ein Fade to Black. Also da gehst du schon auf das Bett drauf. Jedenfalls habe ich das letzte Mal gemacht, als ich da ein Bett hatte. Warum hat der einfach aufgehört auszuruhen? Wir waren noch nicht fertig. Hast du auf Versehen eine Taste, eine Richtungstaste gedrückt? Nö, aber ich kann jetzt auch nicht weiter schlafen. Gut. Ich trainiere wieder. Schlafen, trainieren, schlafen, trainieren. Fuck you. Bist du die richtige Art von Bett? Du bist die richtige Art von Bett. Stell dir vor, da macht einer eine Stunde Liegestütze nur. Hä? Ja, was, hä? Eine Stunde ist lang für Liegestütze. Ja, deswegen stell dir das vor. Ach so, so meinst du, so. Spiel, willst du mich eigentlich fucking verarschen? Droppt mir gerade bei einem Bett Teil 1, Teil 3 und Teil 4. Und das sind genau die Teile, die ich schon hab. Gacha Game. Also ich muss es ja wissen, ich habe damals immer jeden Abend 200 Liegestütze gemacht. Und dafür hast du keine Stunde gebraucht. Der Mann hier braucht... In 30 Minuten kommt er auf keine 200. Der Charakter ist doch schwach wie...
keine Ahnung, rechte Politiker, Argumente. Der braucht so... fünf Minuten für einen Liegestütze. Oder was? Ja. Ja, endlich das Battle, das mir gefehlt hat. Ich komme zurück nach Hause. Wärme mir dann... Nach Jelen? Keine Ahnung. Wärme mir meine Socken auf. Ich habe keine Klamotten an. Und? Was ist, wenn kalt wird? Dann zieht man sich warm an. Macht ein Feuer. Geht dann. Im Garten vielleicht. Mein Fahrrad. Was, Fahrrad? Warst du das? Nee. War ich nicht. Oh oh. Ich habe hier gerade einfach nur gehört. Gut. Jetzt schon wieder nicht komplett durchgeschlafen, aber ich kann auch nicht weiter schlafen. Gut. Wo siehst du, dass du nicht komplett durchschläfst? Der Balken. Ach so. Was für ein Balken? Zum Schlafen. Ach so. Ist wieder da. Was? Bist du das nicht? Nee. Was ist das für ein Geräusch? Bin ich das? Oh Gott. Doch. Ich höre die ganze Zeit. Habe die Tür geschubst. Nicht geschlagen, nur geschubst. Meine Biografie. Kann ich jetzt endlich schlafen? Gleich. Ich muss das jetzt noch aufbauen. Lese ich jetzt was. Okay. Elektrotechnik, damit werde ich viel anfangen können. Elektrotechnik! Helden privat. Reicht sich hinzusetzen zum Ausruhen? Ja, aber nicht so gut, wie wenn du dich auf einen Stuhl oder so restest. Dem schon wieder langweilig ist.
Zum Dings. Geh gleich zum Fernseher. Zum nicht mehr langweilig sein, rechts, wenn du eine Weile rausgehst. Reicht auch, wenn ich kurz was gucke oder mir ein Buch durchlese. Ja. Ein Comic-Heft. Spiel, willst du mich gerade verarschen? Und du kannst es nicht hin platzieren. Ja, weil ich nicht alles gleichzeitig im Inventar haben kann. Ja, dann musst du trainieren. So wie ich das hier ständig mache. Ohne kein Wasser. Kannst ja im Haus die ganze Zeit rumrennen. Hier, das levelt ja Sprinten. Das sollte ja irgendwas bringen, oder nicht? Hä? Vielleicht sogar Fitness. Fuck it, ich geh raus und hol uns ein leichteres Bett. Willst du eigentlich die ganze Zeit irgendwie ein Doppelbett holen, oder was? Ja. Wir können da doch eh nicht zusammen rein. Es geht ums Prinzip. Husser, es geht ums Prinzip. Husser, wer hat sich eigentlich das Konzept von Hans Wurst ausgedacht? Die Dänen. Ach so. Dänemark. Weißt du überhaupt, was eine Wurst ist? Das sind die Deutsch. Gut. Meine Gesundheit. Linker Unterarm, Erschöpfung. Rechter Unterarm, Erschöpfung. Linker Oberarm, Erschöpfung. Rechter Oberarm, Erschöpfung. Oberkörper, Erschöpfung. Ja. Jetzt plötzlich. Ja, das ist, glaube ich, 12 Stunden, nachdem man trainiert. Addiert sich das jetzt alles so 12 Stunden danach? Mehr oder weniger. Jetzt gleich explodiert einfach mein Körper. Ach, Tore geöffnet, du damit. Fühle leichte Schmerzen. Ja, ich kann ja auch schlafen gehen wieder.
Lässt sich auch erstmal Zeit. Ja, Schaden davon kriegst du ja später. We got a caller. Hi, Dean. Life ich meine, ja, so funktioniert Muskelkarte. Den bekommst du nicht instant. No worries, guys. Looks amazing. Real quality stuff. Ist hier irgendwo ein Jolly good, Jolly good. Jolly good, Jolly good, Jolly good, good, good. Jolly good, Jolly good, Jolly good, good, good. Jolly good. Jolly good. Jolly good fish and chips. Authentic British cuisine. Biscuit and gravy. Bottomless iced tea. Come today. Jolly good, jolly good, jolly good, good, good. Wer macht diese Sendung eigentlich noch? Jolly good. Wenn's nicht Johnny B. good? Nö. Johnny Guitar. Hero? Johnny Sitar. Ich habe immer ein Lagerfeuer mitgenommen. Johnny Sitar. Aber hey, wenigstens bin ich jetzt inzwischen Carpentry Level 3. Warum liegen hier so viele Sachen auf dem Boden? Ja. Oh. In unserem zukünftigen Schlafzimmer. Das ist das Bett. Warum ist hier noch eine Leiche? Oh. Und da sind Maden drin, Nahrungsmittel. Gut. Nett. Charlie, gut. Charlie! Charlie, gut! Wie würdest du am liebsten immer scheißen? Keine Ahnung, ich habe Schmerzpillen genommen. Aber am besten so, dass alles direkt rauskommt, fände ich gut. So in so einem kompressten Würfel oder was? Ja, dass du es einfach werfen kannst. Dass es einfach weg ist. Schon Projektil scheißen. Elfmeter scheißen. Ja, mir geht's wieder besser. Also ich spüre einfach nur die Schmerzen nicht mehr, aber... Das heißt, du kannst schlafen! Schlafen kann ich nicht. Gut. Ich bin nämlich nicht müde. Warum hast du denn Schmerztabletten genommen?
weil ich Erschöpfung habe. Und da stand, dass ich Schmerzen deswegen habe. Wow. Und jetzt ist das weg. Schmerzen tun dir, glaube ich, nichts. Ich lerne wieder. Übrigens, du weißt, dass du niemals, niemals Q drücken solltest, oder? Weil ich dann automatisch sterbe. Nein, weil du dann losschreist. Also machst du dann wirklich so, hey, hier drüben, hey! Soll ich machen? Wenn du 1000 Zombies, wenn welche in der Nähe sind, die das hören, zur Schule locken willst. Ich bin innerhalb vom Raum. Im Klo. Ich würde es nicht testen wollen persönlich, aber hey. Ich meine, sind da viele um uns rum? Nicht, dass ich gesehen hätte. Ja, sie ist super. Zumal das ja nicht lauter sein kann, als wenn ein Glas hier zersplittert. Doch. Nee. Ein fucking Fenster zerbricht. Klingeln! Ja, kleben ein bisschen rum. Fertig. Hey! Hey! Ja, das ist klasse. In einem geschlossenen Raum. In mehreren geschlossenen Räumen. Ich habe keine Ahnung, wie Sound funktioniert in dem Spiel. Wie Sound travelt. Jetzt mir das eher gesagt, hätte ich das auch früher benutzt. Jetzt habe ich schon wieder Schmerzen. Ich lese ein Buch sehr... sehr genau. Meine YouTube-Startseite hängt. Gut. Oh, fuck you, Zombie. Zombie tot. Zombie tot. Übrigens, am besten, wenn du dich von einem Zombie irgendwie aus irgendeinem Grund zwangsläufig fassen lässt, niemals von hinten. Von hinten gebissen zu werden ist 1000-mal wahrscheinlicher, also nicht 1000-mal, aber viel, viel wahrscheinlicher als von vorn. Was sagst du dem Typen, der von vorne umgebracht wurde? Ich habe gebissen zu werden. Ich wurde von zwei automatisch von vorne attackiert, nachdem ich einfach nur eine Tür geöffnet habe. Ja. Und bin dann direkt verblutet. Obwohl ich komplett Rüstung anhat. Ja. Ich meine, mir geht's gerade eh um die Infektion. Bitte, du Haus, hab ein gutes Bett. Ja? Und ich sitze hier immer nur auf dem Klo rum und trainiere und lese Bücher. Jetzt sieht man mal, wer von uns beiden der Giga-Chat ist. Ich, weil ich habe vorher dort alles freigeräumt, falls du dich erinnerst. Ich habe da 33 Zombies erstmal gekillt. Um die Schule herum und in der Schule drin. Wow, ich bin halb tot und renne trotzdem draußen rum. Fuck you. Sobald ich wieder was tragen kann, gehe ich auch raus. Ha, ich kann gar nichts tragen und trotzdem tue ich's. Siehst du mal. Ja, ich bin ja nicht blöd.
Ja, ich bin ja auch schön blöd, wenn ich das tun würde. Mediamarkt. Frag Technik. Ist das nicht Saturn? Ja. Vor allem Frag Technik. Ja. Abgeneckt von Technik. Hat er einfach so bejaht. Hat er sich nicht unbedingt angeguckt, hat er einfach so genickt und dann haben sie es da verkauft. Kinderarbeit ist mir doch egal. Würden Sie sich von einem Jugendlichen etwas verkaufen lassen? What would you do when the child in front of you? Kick. Punch, it's all in the mind. Nehme jetzt einfach so ein Klo mit und tu das woanders hin. Sattelschlepper. Hallo Zombie. Also ich will unbedingt... Du bist tot. Ich will unbedingt lernen, wie ich hier für uns eine Farm mache. Ich meine, wir brauchen sowieso erstmal das Samen. Die Todesqualen, Geschwindigkeit und Genauigkeit stark reduziert. Ja. Durch Erschöpfung. Todesqualen. Ja. Oh nein, ich sterbe gleich. Erstmal was trinken. Erstmal was essen. Gefühlt trinke ich auch gar nichts mehr. Ich merke es zumindest nicht. Erstmal was essen. Corned Beef. Hundefutter. Corned Beef. Kondensmilch. Und den Streifen. Nein, Spiel, ich gehe mal nicht dahin, wo ich so ein hör. Hinter hallo Zombies, die sich totstellen. Gerade weit weg? Ich bin relativ nicht sonderlich. Also ich bin immer noch im direkten Umkreis von der Schule. Mehr oder weniger. Warum finde ich überall nur Doppelbetten? Was soll das denn? Ich finde gut, wenn du als zweiter Spieler mich massieren könntest. Ja, warum sollte das denn nicht möglich sein? You've been kicked from the server. You've been kicked for the connection, server. Connect failed. Was? Gut. Ja, hoffentlich hast du jetzt nicht alles verloren. Bezweifelt. Kannst du einfach wieder reinjoinen? Guck ich gleich. Cookie Clicker. Join Game.
Cookie Crisps. I'm Dr. Cox and I'm here to talk to you about your bladder control. Now I've been helping families for 40 long years, but I've never come across a treatment like incontinence. Everywhere I go, good friends. Kannst du deinen Urin trainieren? Thank you, Dr. Cox. Thanks for asking family doctors to recommend incontinence. Product may cause swelling of the urinary tract. Headaches, nausea. Ist doch was für dich. Sudden irritation. Ask your doctor today. Geh dich zum Doktor. How are you doing? This is the Cook Show. Mit freundlicher Unterstützung von Kitten Knives. Feins amerikanisches Kochgeschirr. Warum sagt ihr das auf Deutsch? Family favorite pie. Not the sweet cherry pie kind. Guten Tag. A delicious, hearty and wholesome savory pie. Mutton leek carrot. First you need your pie base. Mix in some flour, yeast, sugar and butter. Use all that butter with your rolling pill. Pin that right there is a pie preparation. Use all that rolling pill. Wrap in your lamb or mutton, your leeks and your carrots. And season to taste. And bake. Bis morgen. Season to taste. Das ist einfach nur so ein Deutscher, der auf Englisch redet, in größtenteils, und dann vergisst es dann. Ja. So, Haus, bitte halt die richtige Art vom Bett. Nö. You've been kicked from the server. Ja, irgendwas scheint's ja falsch zu machen. Sekunde, ich google das Problem kurz. Boy von Kentucky. Lernt man durch das Zeug was? Durch Musik? Okay, das liegt anscheinend an den Server-Settings, weil ich anscheinend aus irgendeinem Grund spontan Ping-Specs bekomme. Okay. Muss ich das und dann... Und die Server-Settings halt... Was? Muss ich das dann neu starten und riskieren, dass hier der Stream abbricht? Erstmal nicht. Wenn es noch öfter passiert... Todesqualen. Rudelqualen. Ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal trainiert habe. Unfreiwillig. Da hat mein Körper eine ganze Woche lang geschmerzt. Gut. Freiwillig geschmerzt oder auch unfreiwillig? Ja. Und dann, als ich das täglich gemacht habe, hat das einfach gar nicht mehr wehgetan. Ja, das ist halt das der grüne Balken da, ne? Ja, aber das macht keinen Sinn, wenn das nach deiner Logik ist. Das macht null Sinn nach deiner Logik, wenn du es auch nicht überträgst. Hä? Ja. Ich habe Jahre später erst angefangen. Das kann nicht sein, dass ich dann dort überhaupt keine Probleme plötzlich habe. In dem Fall keine Ahnung.
eine Muskelkarte ist, weil ja die Muskeln beim Trainieren reißen und zusammenwachsen. Irgendwie will mich das gerade nicht scheuen lassen. Erstickt mir nicht, du Bär. Okay, jetzt. Wie ging das nochmal? Vielleicht solltest du das nicht machen. Was? Ja. Das ist Tetris. Ich weiß. Es kommt, aber was ist, wenn Putin das ist plötzlich denkt, oh, das gehört uns. Das kann er nicht, der hat's nicht geschrieben. Der kann das wohl sagen in Russland. Ja, da will ich sehen, wie er da in den fucking Dings dann kommt mit mir. In den fucking Gerichtssaal. Der kann dann aber schön zu uns kommen, wenn der dann mich oder dich. Und wenn er zu uns kommt, dann nimmst du ihn gefangen, oder was? Ja. Wieso gefangen? Einfach direkt zu schießen. What the fuck? Ich sperre den doch in den Keller. Gib dem Hundefutter. Damit irgendwer den da befreien könnte, oder wird? Muss ja keiner. Kannst denen ja auch Hundefutter geben. Pff. Kommt einfach so ein Spätzen aus Team und ich gehe einfach nur raus mit so einer Dose Hundefutter. Oder ja, wird? Habt ihr. Geht. Ihr kriegt keinen Nachtisch. Oh. Das Ding, das nehme ich. Kicked from the server. Der TXT Discount. Start den Server neu am besten. Ich lese gerade ein Buch erstmal zu Ende. Gut. Du weißt, dass das Minuten dauert. Nicht mehr für mich, weil ich schneller lesen kann. Bin schon gleich bei der Hälfte. Das dauert auch bei schnell lesen mehrere. Das dauert auch mehr bei schnell lesen mehrere Minuten. Ich habe gerade angefangen. Und bin gleich bei der Mitte. Ist es ein Magazin, das du liest, oder also du meinst ein normales Buch oder ein Skillbuch? Skillbuch. Ich bin bei der Mitte. Ich meine, die dauern normalerweise. Skillbook. Steht da irgendwas im Weg, wie lange das pro Tier dauert? Welches Tier liest du? Eins, oder? Ja. Tier 1 bis 2 sind, wenn man den schnell lesen Grade hat, 13 Minuten. Kommt mir nicht so vor. Wenn man den langsam lesen kriegt, hat fucking eine halbe Stunde fast. Im echten Leben oder im Spiel? Realtime. Weil ich habe gerade mehrere Bücher hintereinander weggelesen und das hat nie und nimmer 13 Minuten gedauert. Gut.
könnte ich mir vorstellen, dass das bei späteren Büchern ist, aber doch nicht hier. Die Skillrang 9 bis 10 Bücher, dann bei Schnelllesen 22 Minuten und bei langsam Lesen 41. Ich kriege hier jede Sekunde einen Punkt, also. Das kann keine 13 Minuten dauern, wenn das 220 Punkte braucht. Und ich jede Sekunde einen Punkt kriege. Mhm. Also ich glaube, da hast du irgendwie falsche Infos. Ich bin gerade im offiziellen Wiki. Ja, das wird wahrscheinlich veraltet sein. Page updated, Version 41.50. Also für mich dauert es 3 Minuten 4? 40 einfach. Das sind 3 Minuten 40, die ich brauche, um das fertig zu lesen. Also wir finden ein Bild, wo das steht, dass das so wäre. Du kannst ja bei mir im Stream reingucken. Ich krieg pro Sekunde einen Punkt und das sind 220 Seiten. Ich meine, das sind ein Punkt pro 2 Sekunden. Manchmal nicht. Noch 10 Seiten. Ich meine, wenn das konstant 2 Sekunden pro Dings braucht, so wie ich es da jetzt gesehen hätte, wird's mindestens 7 Minuten brauchen. Ich hab's fertig. Warum fängt jetzt dein Stream bei mir spontan wieder an und sagt mir nochmal noch 10 Seiten? Weil es stimmt. Warum fängt der Stream schon wieder an? Was soll das? Warum sagt... Sagt der Stream mir, warum fängt der Stream wieder an? Codierung überlastet. Es kann übrigens sein, dass der Stream ja abbricht, wenn ich hier jetzt versuche reinzukommen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was wir dann machen. Du musst halt dann. Ja. Du musst halt gleich dann in den Optionen einstellen, dass ein höherer Ping akzeptiert ist. Überlastet. Yes, 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 yes. Ja, das sollte ich vielleicht nicht zeigen. Jetzt sieht man es nicht mehr. Vergesst. Gut. Das steht da nicht. Jetzt steht da was anderes. Genau. Steht der da? Was da steht? Ja. Bernd steht da. Mist. So, was... Yes. Irgendwo in den Server-Einstellungen. Ja, toll, danke. Das... Der Ping-Limit, genau, der Ping-Limit über 400.
Sollte ich eigentlich nicht haben. Ich verstehe es auch nicht. Okay, dann mache ich das Ping-Limit mal auf 2.000 Millionen. Was weiß ich. Auf Stack, direkt unter Stack Overflow. Oder was? Mach 60.000. Okay. So viele Tetris-Spiele, wo das gar nicht drin vorkommt. Und essen. Ich meine, trinken haben wir noch. Und ist das Wasser schon abgestellt worden? Nö. Und essen? Ich meine, ich. Ja, ne. Ich kann gleich nochmal auf den Scouting Run gehen, sobald ich endlich ein fucking Bett habe. So bist du gestorben. Sie sehen Woodcraft. In my experience, ladies love stairs. They are smiling when they go up them and they are smiling more when they come back down. Gut. Ich
Ich finde übrigens super, wie Rooster Teeth vor kurzem einfach rumgebettelt hat, dass Leute die nächste Volume nicht piraten. Ja. Dann hätte man das vielleicht nicht auf Crunchyroll tun sollen. Woodcraft! Oder hätte man vielleicht eine bessere Firma sein sollen? Und hat mir das Spiel gerade wirklich die Pistole gestohlen? Hast du die eben aufgehoben? Ja. Mir hat's ja auch eine Pistole gestohlen. Egal. Warum sagt das Spiel, ich habe einen 800 Millisekunden Ping? Ich habe. Sei froh, dass der nicht 60.000 ist. Ich habe so einen Ping nicht. Der ist gerade bei 1000. Was soll das? So einen Ping habe ich nicht. Wahrscheinlich hast du ihn schon. Tischlereiband 1, das will ich doch haben. Die Ausgangssperre beginnt um 18 Uhr. Okay. Hat der gerade so ein Typ gesagt. Im Fernseher. Das weiß ich bereits. Dieses Buch scheint überholt zu sein. Das weiß ich bereits. Dieses Buch scheint überholt zu sein. Das weiß ich bereits. Sagt er das jetzt bei jedem einzelnen, beim jedem einzelnen Umblättern? Dieses Buch scheint überholt zu sein. Das weiß ich bereits. Gut. Das weiß ich bereits. Dieses Buch scheint überholt zu sein. Weiß ich bereits. Das sagt er halt bei mir immer umblättern. Gut. Aber das ist doch 1 bis 3, oder nicht? Oder ist das 1 bis 2? Nee, 1 bis 2 ist das. Das nächste Buch ist 3 bis 4. Ja, dann brauche ich das nicht. Jedes Buch macht halt zwei Sachen. Das weiß ich bereits. Spiel. Dieses Buch scheint überholt zu sein. Oh, Elektronikmagazin, das lese ich. Dann nehme ich mir eine Tischlereiband 2. Die Magazine bringen dir Rezepte bei. Ich weiß, ich habe hier welche gelesen. Jetzt nicht verarschen, ich habe gerade gegessen. Gut. Haben wir überhaupt einen Ofen? Nee, doch, in der Küche. Mach die fucking Suppe. Dafür brauchst du einen Pott, glaube ich. Kann die doch einfach in Dingens unten reinstellen. Ich glaube nicht, dass du die in der Dose machen kannst. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Das hier ist eine Fritteuse, oder nicht? Da steht zwar Ofen, aber das ist eine Fritteuse. Ich meine, ich kann auch Hundefutter essen, wenn du das unbedingt willst. Aber hier ist auch eine Schüssel, da könnte ich auch mache Salat aus zufälligem Obst. Könnte ich machen.
Soll ich Salat für uns machen? Ich bin auf dem Rückweg, ich habe endlich ein Bett. Dass ich auch aufbauen kann. Und ich wiege nur 50 Kilo. Also die Dose wird gerade rot. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt explodiert. Klick mal drauf oder halb mit der Maske auf, keine Ahnung, wie es nochmal war. Da kannst du irgendwo sehen, wie weit der Progress ist. Ernährung. Meinst du das? Da ist so eine Cooking Bar. Da ist keine Cooking Bar, da ist nur eine Ernährung Bar. Gut. Die sich auffüllt? Nö. Gut. Ich trinke das einfach mal da raus. Und dann mache ich mal einen Salat für uns. Wie wäre das? Krass. Mache Krass. Salat oder Fruchtsalat? Was möchtest du? Erbsen. Ja, Salat oder Fruchtsalat? Keine Ahnung, such du dir aus. Zufälliges Obst, zufälliges Gemüse oder zufälliges Grünzeug? Gemüse. Wenn du schon so fragst. Jetzt habe ich einen frischen Gartensalat für uns gemacht. Ne, warte, ich habe einen frischen Kartoffelsalat für uns gemacht. Gut. Entscheide dich, Junge. Ich hoffe mal, der wird hier auch frisch gehalten und nicht schlecht. Im Kühlschrank? Jo. Wird's länger frisch gehalten. Aber irgendwann wird auch da schlecht. Frisch-Orangensalat. So, ich baue uns jetzt ein fucking Bett. Hat ja lang genug gedauert. Jetzt tun meine Körperteile übrigens auch nicht Wir mehr weh. Wir haben ein fucking Bett. Gut. Wir haben ein fucking Bett. Habe ich jetzt Kochen dazu bekommen? Ein bisschen wahrscheinlich. Minimal. Guten Tag. Wow. Was? Kannst ja mal gucken, ich habe Essen gemacht. Sekunde. Ich baue gerade ein Regal neben dem Bett auf. Ich mache wieder Liegestütze. Ich rest. Weil ich hab's nötig. Ich fänd gut, Moment, wenn haben ich wir? Wüsste, was ich durch Tischlerei bekomme. Was du was bekommst. Wenn ich wüsste, was ich dadurch bekomme. Ja, wie meinst du, was du dadurch bekommst? Du bekommst halt Zugang, bestimmte Sachen zu bauen und so.
Nicht mehr lang und ich habe Stärkenstufe 1. Beziehungsweise bekommst du die Möglichkeit, Sachen wegzubauen. Kann ich durch Kochen dann die Möglichkeit bekommen, Sachen wegzuessen? Vielleicht kann ich verfickt nochmal gucken. Nö. Ausruhen. Da lege ich mich auch nicht drauf. Was ist falsch hier mit dem Raum? Ja. Und jetzt ist das einfach kein schnelleres Ausruhen. Ich meine, das Ausruhen ist, glaube ich, auch nicht schneller. Nur das Schlafen ist schneller. Also der Balken füllt sich nicht schneller. Eben. Ernsthaft? Was? Wer auch immer dieser Alexander Sander ist, oder Alexander, fuck off. Ich will keine $1000 gewinnen. Giveaway. Und eine Xbox. Blockieren. $1000. Ich hasse diese Leute, die einfach immer meine Twitch-Benachrichtigungen auf Twitter ausnutzen, um für sich Werbung zu machen oder irgendeine Scheiße. Wer geht zu irgendwem hin, der nicht besonders bekannt ist und sagt sich so, ja, da war ich jetzt Werbung? Dämliche Leute. Vor allem immer auf Englisch. Was total Sinn macht. Warum hast du da jetzt einen Stuhl vor das Klo getan? Ja. Wann fühlt sich die Regelmäßigkeit hier eigentlich mal wieder? Weil die hat. Okay, jetzt fühlt die sich wieder. Die hat sich sehr lang nicht mehr gefühlt. Die fühlt sich jedes Mal. Die fühlt sich für jedes Mal, wo du trainierst. Und je länger du trainierst, umso weiter trainiert sich die. Stärke plus 1. Kein Grund, jetzt so rein zu platzen. Ach. Hast du da den Boden geändert? Ja. Ich rest. Wow, das hat mir einen Punkt gegeben. A raccoon with a mission. Was? A raccoon who could change everything. He would show the world how to laugh. He would show the world how to laugh. The age of Spiffo had begun. The age of Spiffo had begun. Pause the movie, rated G. Pause the movie, rated theaters. G. Hey, it's me, was Dean. Was G nochmal? Back with some nature. Back with some nature. Welcome back to Exposure Survivor. Now, I hate killing little creature guys. But sometimes you've just got to survive. Yo. Wooden cage trap. It's a cage, but it's wood. Inside you trap stuff.
Ich muss was trinken. Du kannst den Salat essen. Oder so. Jetzt können wir aus dem Klo trinken. Also in dem Band 2 Buch sind 40 Seiten mehr. Ja, ich wasch mich. Sieht einfach aus, als wenn ich da nackt rumsitze. Es ist so für das Film, du gehst die ganze Zeit nackt rum und ich wasch mich mit Klowasser und trink Gollum, was. Gollum ficken Harry. Was ist eigentlich fucking... Warum? Keine Ahnung, ich hab grad gedacht, das wäre in irgendeinem Film ein Satz. Warum? Keine Ahnung, es hat sich richtig angehört. Gollum einfach mit Dobby tauschen. Warum will der den dann ficken? Keine Ahnung, der will den Ring. Aber der hat keinen Ring. Ein Arschring. Dumbledore hat einen Ring. Ich wasche mich hier gerade. Das tut mir direkt her. Dieses komische Händespiel, was Mädchen immer haben. Ist? Ja, wo die rumklatschen mit den Händen oder so. Patsche, patsche. Kuchen backen? Keine Ahnung, wie du das nennst. Keine Ahnung, was du meinst. Höhlen ist das immer was anderes, weil die immer irgendwas anderes dabei sagen. Gut. Beziehungsweise gar nichts dabei sagen. Gut. Vielleicht sagen wir auch Gollum, Gollum. Sagst du es mir? Okay. Du willst halt echt in dem Klo tauchen, oder? Stell dir vor, du gehst in so ein fucking öffentliches Klo. Guckst aus irgendeinem Grund drunter rein, ob der wer ist, und da ist irgend so ein Typ, der fucking Liegestütze Dings macht. Oh, man kann Froschbeine machen. Bewegungsmelder. Gut. Scharfen Stein und einen Ast. Ja, easy, ne? Wo sind hier eigentlich die Fallen, die wir eigentlich lernen müssten? Öffne Sack mit Tomate. Mit einer Tomate einen Sack öffnen, will ich sehen. Eistüte! Löffel, Kegel, Eiscreme. Eier in Karton. Alter, man kann sich mit einer Flasche eine zerbrochene Flasche bauen. Man kann gebratene Zwiebelringe machen.
Man kann Maki machen. Mit, Maki mit Avocado und Seetang. Und Fischfilet. Und Kochtopf mit Filet. Reis. Schüssel mit Müsli. Schüssel Weasley? Schüssel mit Weasley. 6 Pizzastück Schüssel kannst du machen. Weasley. Eine Pizza schneidet man doch immer in 4 Stück und nicht in 6. Ich schneide die in 8. What the fuck, bist du ein kleines Kind? Was? Passt dir das nicht in den Mund? Hä? Wer schneidet das in 8? Wie findest du dich kleiner Pizza denn haben? Wie findest du dich kleiner Pizza denn Pizza? Schneid die immer in 4 und zieh mir das dann rein. Ich mach das in 8, weil das gemütlicher ist für mich. Ich glaube, du hast einfach nur einen sehr kleinen Mund. Hä? Du hast mich gesehen. Ja. Du hast einen sehr kleinen Mund. Warte, wenn man das nächste Buch liest, dann hat man einfach einen Multiplikator mal 4. Oder was soll das bedeuten? Anyway. Heißt das, man lernt einfach noch viel, viel schneller, je weiter man kommt? Ich meine, man braucht auch mehr XP. Kann ich leider nicht nachgucken. Und das nächste Buch fertig. Ich bin hier schon seit Tagen nicht mehr rausgekommen. Ich habe meine Kleidung auch nicht mehr angelegt. Weil die mir ständig Schaden zufügen würde. Dann esse ich doch mal den Gartensalat, den ich gemacht habe. Dann esse ich doch mal den Garten. Pickel cool den Spaten. Und den Kartoffelsalat. Salat. Da kann ich noch was Zusätzliches hinzufügen. Ja. Frisch Kartoffel und Orangensalat. Hat den das verbessert? Ja. Ja. Zufälliges Gemüse hinzufügen. Frisch Kartoffel und Orangensalat. Noch mehr Kartoffel. Noch Radieschen dazu. Der Tischlergeist inzwischen auf Level 3,5. Ja, bei mir auch fast. Weil ich die 2 Sendungen geguckt habe.
Wenn wir uns das hier anbauen könnten, wäre super, weil ich kann super gut hier den Salat die ganze Zeit machen. Ja, haben wir Samen? Nö. Ja, dann? Kannst ja welche suchen, geht. Noch bin ich nämlich nicht ready für sowas. Was ist eigentlich falsch mit amerikanischen Klos? Ich weiß nicht, was falsch damit ist. Ich meine, die sind halt mit der Hälfte schon mit Wasser voll. Ja, das ist sowieso ein Problem dann. Ja. Behälter packen, den Behälter packen, den Behälter packen. Im Behälter packen. Ach, jetzt machst du auf Training. Ja, aber ich muss kurz rausgehen oder ein Buch finden, oder da ist ein Buch. Dich nehme ich. Und wenn ich gerade schon dabei bin, hole ich mir auch noch irgendein Lernbuch. Vergiss dich. Ich hab gerade Lust auf 5 Sachen. Ja, ne? Übrigens, wenn der Heli kommt, während wir drin sind, nicht rausgehen. Ja, die werden ja dann wahrscheinlich schon unten drunter sein. Weil wenn der Heli uns zieht, halt wenn wir draußen sind, dann bleibt er noch ein bisschen in unserer Nähe. It steams, it broils, it even fricassee. What? Guten Tag. Hacker ja, Alpha Slow Boiler von Scandinavia. Mhm. Ja, jetzt kommst du ja ziemlich blöd vor, dass du das andere Buch gelesen hast, ne? Weil der hier gerade die Langeweile wegmacht. Was ist denn diese komische Unterhosen? Ich habe einfach von irgendeiner Frau die genommen. Gut. Was hast du da in Bern? Ich bin dreckig. Gut, dann wasch dich. Weil ich hier die ganze Zeit auf dem Boden von dem Klo sitze.
Schön, dass du das genau da vor mir machen musst. Ja. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich da irgendwelche, gut. Irgendwelche Tattoos. Ja. Einfach umgefallen. Ich würde dir empfehlen, das nicht zu tun. Warum? Nachher tust du mir weh. Wir sind in der gleichen Fraktion. Bitte. Gut. Was? Was? Auch? Gut. Gut. Ah, Charakter, warum bist du random losgesprintet? What the fuck? Nicht gesprintet, aber ja. Ich meine, ich sprinte jetzt auch manchmal durchs Haus. Weißt du gerade nicht, was du tun sollst? Ich bin am Resten. Achso, vielleicht sollte ich was lesen, weil ich bin dämlich. Ist das in der Musik gerade drin, dieses... Ich höre kein... Also wahrscheinlich... Aber ich würde dann, glaube ich, sowieso gleich aufhören wollen. Ich habe mein Buch gleich fertig. Ja. So ein interessanter Stream gewesen. Ich bin von einem Haus hier hingelaufen, hab in dem anderen Haus kurz reingeguckt und meinen alten Charakter gefunden. Dann habe ich gelesen und trainiert. Und ich habe ein Abenteuer erlebt. Ich habe nach dem fucking Bett gesucht. Ja, aber es war irgendwie interessanter zu sehen, wie ich dreckig werde auf dem Kloboden. Wenn jetzt der Fernseher einfach umstellt zu Fallenstellen irgendwas, dann wird dieses Buch hier einfach unnütz, was ich gerade lese. Die würden wahrscheinlich noch vorher mein zweites Level in Fallenstellen hochmachen, bevor ich das Buch fertig lesen kann. Ja, ne? Das kenne ich schon. Oder was steht das denn? Ja. Wieder? Ja. Das weiß ich bereits. Thank you.
Und ich habe das Buch fertig. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was? Minecraft-Musik zu spielen? Avatar-Musik. Im Endeffekt hört man es auch so, ne? Warum Tokyo Drift? Wenn wir eine Hantel hätten, wären wir noch besser dran, ne? Wahrscheinlich. Wäre das nicht toll, wenn hier jetzt plötzlich die Zombies einfach drin wären? Ich habe gerade Stale Hackfleisch zu frisch ungekocht Hackfleisch-Patty gemacht. Fruchtsalat mit Kirschen.
Oh, mein Körper tut wieder weh. Ja. Jetzt sitzt du da. Fischen wäre nicht schlecht, wenn wir das lernen. Ah! Was tut man eigentlich, wenn man komplett alles ausgemaxt hat? Was man tun kann. Ernsthaft, das sind halt keine 30 Minuten oder so. Ich wurde unterbrochen. Guten Tag. Ich lese gerade Fischen Band 1. Was wir unbedingt lernen müssen. Oder Moment. So ist doch jetzt noch besser gerade. Bisschen fehlkalkuliert. So. Und Liegestütze. Perfekt. Wieso? So macht man das doch, oder? Ja, siehst du es nicht? Also du bist nicht dort, wo du denkst, dass du bist. Mir schon. Du bist vollkommen links neben meinem Bein. Gut, dass wir nicht synchron sind, anscheinend. Ja, Langeweile geht runter. Willkommen zurück zur Kochsendung. Lass uns aufhören zu täuschen. You know why we're here. Kuchen! Zuerst brauchen Sie einen Teig, eine Schüssel nehmen und mischen. Mehl, Butter, Zucker, Ei, Hefe, Milch. Bekommen Sie das alles? Mehl, Butter, Zucker, Ei, Hefe, Milch. Fügen Sie nun alles in eine Backform und für den Geschmack noch etwas Aroma. Heute nehme ich Banane, Beeren. Und eine Prise Zitrone. Dann ab in den Ofen damit und lassen Sie es köstlich bekommen. Unschlagbar dieser Duft, hm? Bis morgen. Schlagbar dieser Duft. Also das bringt viel, das im Fernsehen zu sagen. Übrigens, danke, dass mir Kochen nicht auf Stufe 2 gegeben wurde, deswegen. Nicht, dass das großartig was ändern würde. Ich weiß nicht mal, was das für einen Unterschied macht. Was meinst du, ist besser, das Fleisch rot zu behalten gerade oder das zu kochen und dann nochmal einzufrieren? Einfrieren fürs Erste und roh behalten. Ich hab's auch noch nicht gekocht.
Mach der Feuer auf. Arbeitslos. Brauchst nicht lizenzierte Musik jetzt abzuspielen. Auch wenn man die kaum erkennt. Hört sich das lizenziert an. Warum hört sich das auch immer an, als hättest du einfach nur so ein kleines Spielzeug dort, nicht ein wirkliches Instrument. Das ist eine fucking Kalimba. 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 Hast du auch ein Zimbel? Wie soll ich mit einem Zimbel eine Melodie spielen? Keine Ahnung, aber das ist doch ein Instrument, oder nicht? Oder willst du nicht sagen? Ja. Es ist ein Instrument, faktisch. Genauso wie Piccolo. Oder Tambourin. Piccola! Piccola! Ebola. Lässt du mich hier jetzt die ganze Zeit weiterlesen? Hey, you! Ja, dann guck mal draußen, ob da irgendwas ankommt, weil wenn da was kommt, dann solltest du mich jetzt besser beschützen. Ich sehe nichts. Ich würde sagen, wir hören hier für heute auf. Wenn du das so sagst. Würde ich mal sagen, ihr könnt mich immer auf Twitter, auf Twitch oder auf YouTube finden. Und keine Ahnung, was du da machst. Bisschen aus, als wenn deine Beine einfach nur zusammenknicken. Muskelkater. Das ist wie dieses eine Pokémon.